Eldakar, unser später Doppelnutzer im Reifebereich 300. Eldakar hat für einen reinen Zahnmais im späten Reifebereich eine gute Jugendentwicklung. Er besticht durch Gesundheit im Stängel, Blatt und Kolben, sodass keine Probleme mit Helminthosporium und Kolbenfusariosen auftreten. Als Silomais liefert er Ertrag und Qualität, ist ernteflexibel und auch für den Anbau auf Trockenlagen und auf Lagen mit hohem Helminthosporiumdruck geeignet. Das sichere Drei-Down-Verhalten des Kolben lässt in Gunstlagen niedrige Wassergehalte im Korn zu. Durch die flexible Kolbenausbildung kann die Bestandesdichte auf 7 bis 8 Pflanzen als Körnermais und 7,5 bis 8,5 Pflanzen als Silomais reduziert werden. Eldakar mit Reife 300 ist für die Gunstlagen geeignet. Er kann mit Trockenheit und mit hohem Helminthosporiumdruck gut umgehen. Saatenunion. Züchtung ist Zukunft.